Mein Name ist Fabio und heute gibt's das neue Hackschnitzel-Setup. Ja, heute gibt's wie gesagt das neue Hackschnitzel-Setup und jetzt geht das Let's Play ja auch mal weiter nach krankheits- und zeitbedingter Pause. Jedenfalls gehe ich heute erstmal gucken. Der Deutz, Forst Deutz, der ist neu und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, genau, ich habe nämlich einen Forsttisch mir besorgt, das ist das neue Setup. Und zwar den Jens Beladetisch, Hellboy. Wo kann ich den hier platzieren? Da zum Beispiel setze ich den mal dorthin. Dann möchte ich mir den Deutz kaufen. Der Deutz ist aber noch zu teuer mit 240.000. Da ist jetzt der Forsttisch. Heißt also, ich brauche erst einmal den da einsteigen. Mit dem würde ich gerne jetzt erstmal ein bisschen Hackschnitzel verkaufen gehen, damit ich ein bisschen Geld noch habe. Und dann gucke ich mal, wie viel ich da rauskriege. Die Kartoffeln und Rüben kann ich auch verkaufen gehen. Die brauche ich ja erstmal nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie brauchen. Ah, scheiße. Ich verkaufe erstmal. Verdammt, dafür brauche ich einen Frontlader, um die zu verkaufen. Ah, Knauf. Das fällt mir jetzt gerade auf. Wo ist es denn? Ist es hier? Nee, ist es nicht. Ich suche Kartoffeln. Da habe ich 17.000. Kann ich verkaufen an der Reederei. Bringt mir gar nicht so viel. Rüben habe ich ähnlich viel. Bringt mehr. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal alle Rüben verkaufen. Das hier sind Kartoffeln. Oder? Was sieht mehr nach Rübe aus? Das hier. Das sind Rüben. Gut. Ich erstmal die Rüben verkaufen. Das wird mir nicht so viel bringen. Das ist nur die Frage, wo kann ich die verkaufen? Rüben verkaufe ich. Reederei, Transportfirma. Hier sind beide oben. Die Transportfirma ist, glaube ich, aber ein bisschen näher. Okay, dann gehe ich die erstmal verkaufen. Und dann muss ich irgendwie versuchen, mit dem Heckkran von dem Deutz Intrag irgendwie die Baumstämme auf den Verladetisch zu kriegen. Das wird definitiv interessant. Ja, ich bin gespannt, inwiefern gut das funktionieren wird. Jedenfalls kann ich sie von da an mich besser in den Hackschnitzel hier reinladen. Das ist Fakt. Und dafür hatte ich eigentlich noch einen Forst Unimog, mit dem, der hatte so eine Klemmbank hinten dran, in dem ich das einklemmen konnte. Aber irgendwie war Fuli Motzig komisch oder sowas. Und deswegen habe ich den wieder rausgenommen. Ich muss aber vielleicht ist er ja so essentiell wichtig. Das ist eine. Verdammt, mir fällt der. Das ist ein rhetorisches Stilmittel, mir fällt es aber leider gerade nicht ein. Es sind zwei Wörter, die das gleiche meinen, beziehungsweise die gleiche Bedeutung haben. Ich komme nicht drauf, egal. Jedenfalls, wenn der wirklich so wichtig ist, dann werde ich den trotzdem wieder dazu ziehen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den da auf die auflade. Wo kriege ich mehr? An der Transportfirma? Ich kriege bei beiden gleich viel. Okay, ich schaue auf eine andere Transportfirma. Und da ist's. Hier oben ist kein Geld. Ne, hier oben ist gar nichts verändert. Okay, ist immer noch nicht so viel. Ich fahre jetzt erstmal zurück.
Und dann werde ich immer versuchen, einen Baum mit dem Intrak da hinten drauf zu kriegen. Und dann will ich auch versuchen, das Ganze so einigermaßen stationär hinzukriegen, dass ich den hier einfach dahin stelle und dann ist gut. Und einen Anhänger daneben stelle. Und dann gegebenenfalls immer nur den Anhänger bewege und mehr aber auch nicht. Und dass der hier dann einfach stationär stehen bleibt. Das ist schon wieder so einer, bei dem zwei Begriffe einfach das gleiche meinen. Blinke ich noch? Stationär Platz stehen bleiben. Und rum. Machen wir Licht an. Es ruckelt aber. Mache ich Licht wieder aus. Jetzt quält er sich ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen langsamer. Jetzt ist echt langsam. So, jetzt bin ich oben. Ich kann schon mal hingehen und den ausklappen. Ah, oh, ja. Ich kann noch fahren. Ich kann auch nicht fahren. Da ist jedenfalls der Schirm ist schön. So, den will ich jetzt hier. Okay, doch nicht. Den Dolly will ich jetzt aber hier erstmal abkoppeln. Jetzt muss ich den einigermaßen so hinkriegen, dass er recht gut da drauf liegt. Beziehungsweise, dass er recht nah dran steht. Nee, ich muss ein bisschen mehr Winkel haben. Jetzt. Nee, noch ein bisschen mehr Winkel und ein bisschen näher dran. So. Ja, so könnte es ungefähr. Das ist aber irgendwie scheiße, ne? Weil der viel zu hoch ist. Hier, diese Bank. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Jedenfalls kann ich mit dem, glaube ich, leichter ganze Stämme einfach von da hoch transportieren. Okay, dann Deutz Intrak. Wo ist er? Einsteigen. Da ist der Deutz Intrak. Das heißt, ich werde jetzt mal einen Baum fällen. Zum Beispiel den hier. Stumpenfräse habe ich noch nicht, ne? Jetzt werde ich ihn entasten. Uah! Und dann mal versuchen, den hochzuziehen. Und irgendwie da auf diese Bank zu kriegen. Ich könnte so fies sein und sagen, dass ich das in der nächsten Folge mache. Und das bin ich auch. Oho. Ich mache das in der nächsten Folge. Ist kalt. Okay. Brutaler, fieser, Scheißdrecks-Assi-Cliffhanger. Muss aber sein. Okay. Danke fürs Zusehen. Bis morgen. Ciao.